Hallo Freunde des Maronenschabens, willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Was habe ich heute für euch? Heute geht es mal in ein kleines altes Café. Ich meine, es wäre auch noch ein Laden dabei, wo man was kaufen konnte oder was. Sowas wie ein Hofverkauf. Das scheint wohl mal so ein alter Bauernhof gewesen zu sein. Wie das jetzt im Moment aussieht, kann ich noch nicht sagen. Deshalb bleibt bei mir und dann gucken wir uns jetzt die Bude gemeinsam an. Bis später. Der Einstieg war etwas mühselig, aber wie sich später herausstellte, sollte sich der Einsatz lohnen. Hier ist wohl dieses kleine Café oder Gaststätte, aber die schauen wir uns später an. Erstmal die anderen Räume. Ein riesiger Toilettenraum. Ich bin davon überzeugt, dass hier noch irgendwelche anderen Sachen standen. Und dieses ist wohl dieser kleine Verkaufsraum. Herrliche Sachen stehen hier noch rum. Man fühlt sich in eine andere Zeit versetzt. Wirklich wunderschön, was hier noch steht. Bei manchen Relikten bin ich davon überzeugt, dass sie älter sind als ich. Die kleine Gaststätte, die ich vorgefunden habe, war wirklich ein Augenschmaus. Wenn ich ganz leise gewesen bin, hörte ich noch das Stimmengewirr der Bauern, die sich über den Tag unterhalten haben. Die gute Stube, so wie man früher gesagt hat. Hier nahm der Tag sein Ende. In der ersten Etage war so eine Art Dachboden. Dieser war allerdings von der Straße auch erreichbar, weil das Haus an einem Hang steht. In dieser Etage war alles leergeräumt. Das Einzige, was hier vorfand, war noch ein alter Kleiderschrank, den man hier wohl vergessen hat. Den richtigen Dachboden, den fand ich noch eine Etage höher. Hier waren wirklich wahre Schätze versteckt. Musik.
Den letzten Raum, den ich gefunden habe, war der Stall. Welche Tiere jetzt hier gehalten wurden, das weiß ich nicht. Aber was ich gesehen habe, die Tür steht offen. Also ist der Ausstieg schon mal gesichert. So, Freunde, was sagt ihr dazu? Das war doch mal wieder eine wunderschöne Zeitreise. Diese schönen alten Sachen, alles, was noch im Regal stand und die Möbel, ich fand das wieder wunderbar. So, wenn euch das genauso geht, lasst mir ein Like da, gerne auch wieder Kommentare und Anregungen unter Video. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, seid ihr natürlich immer auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. In diesem Sinne, bis später. Ciao.